Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich mit Korsika. Der Fango ist eine größtenteils unbekannte Perle. Die Standardstrecke führt von Manso bis zu einer schmalen Brücke oberhalb des Weilers, wo die Straße nach Porto abzweigt. Der Einstieg in Manso ist nicht der oberstmögliche, aber direkt oberhalb ist eine unfahrbare Stelle und der Wasserstand ist oft zu niedrig für weiter oben. Die Autos können links vom Fluss parkiert werden und der Einstieg ist dann über die Brücke. Es gibt nicht viel Zeit zum Warmwerden, denn es beginnt mit einem Paukenschlag von einem steilen, engen Katarakt. Nach diesem Auftakt wird das Flussbett breiter, einfacher und seichter. Das kann bedeuten, dass niedrige Wasserstände hier oben nicht viel Spaß machen. Der Pegel liegt bei der Ausstiegsbrücke auf der anderen Seite etwa 200 Meter flussauf. Das Minimum ist bei 70 cm. Dies hier sind etwas mehr. Mittelwasser ist bei 90 cm erreicht und die Hochwassermarke liegt bei 1,20 m. Der elektronische Pegel ist selten aktuell und die beste Einschätzung gibt der ASCO. Wenn dieser gut oder gar viel Wasser führt, läuft der Fango, da das Quellgebiet beider Flüsse auf unterschiedlichen Seiten des Gebirgszugs liegen. Der Wasserstand am Fango fällt schnell, somit ist das Zeitfenster klein. Der Fango liegt etwas abseits aus Kajakerperspektive. Er ist im Nordwesten der Insel etwa 90 Minuten von Ponte Leccia und mindestens 2 Stunden von Porto. Der Fango ist bei Touristen besser bekannt als Badetümpel in der heißen Saison, wenn nicht mehr viel Wasser fließt. Wenn er wenig Wasser hat, kann man auch erst bei einem Naturparkplatz am Ende des flachen Bereichs einsteigen. Von hier an steigen die Herausforderungen bis Wildwasser 4 bei etwas mehr Wasser. Der Einstiegsfall rumpelt steil über Steine in einen flachen Pool runter, der jedoch einen großen Fels in der Mitte bereithält. Eine Durchfahrt ist beidseitig möglich. Da die Straße gleich nebenan ist, kann man beim Hochfahren bereits einen Blick reinwerfen. Es geht so weiter wie oben, nur etwas eingeengt in Felswände in einem Grauton und nicht mehr das schöne Rot vom Beginn. Das Flussbett ist nun klar begrenzt, aber die meisten Schwelle enden immer noch in ruhigem Wasser nach einer mehr oder weniger steilen Anfahrt, zumindest bei diesem Wasserstand. Dieser Schwall hat einen versteckten Stein, der für eine Durchfahrt links nicht zuträglich ist. Darum fährt man besser gleich rechts ein. Auf den letzten paar hundert Metern fließt der Fango durch eine niedere Felsschlucht, welche den Charakter prägt. Der Einstieg ist unscheinbar mit einer Steinplatte etwa 1 Meter über dem darunterliegenden Pool. Bei wenig Wasser kann auch der rechte Kanal genutzt werden, der bei Meerwasser einen Rücklauf enthält. Nun, da der Ausstieg naht, zeigt der Fango nochmals, was in ihm steckt. Es beginnt mit einem Schlitz, der einem im Unterwasser behalten will. Dann folgt eine Schrägwalze über die ganze Flussbreite. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!